Hallo ihr Let's Player, hallo ihr Zocker, hier ist wieder euer Holy Diver am Start und diesmal habe ich hier eine Menge Berichte zu berichten, zwar bei den Holy News Games. Ich habe eine lange Videopause gemacht, das tut mir leid, aber hier bin ich wieder in voller Größe. Also, diesmal sind die Valve Corporation dran, die Entwickler von Half-Life. Sie geben bekannt, dass sie vorübergehend an Episode 5 arbeiten, was aber mit Gordon Freeman noch ist, der Physiker, der bei der umgebauten Raketenbasis Plague Mesa auch so zwischendurch auch mal eine Resonanzkanzler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 kanzl
und zwar von dem guten RPG Maker Spiel To The Moon. Let's Play vom Sam Fisher LP. Er synchronisiert die einzelnen Stimmen der Charaktere richtig, richtig gut. Und worum geht's eigentlich im To The Moon? Ganz einfach, ein sterbender Mensch bzw. Mann will seinen Wunsch zum Mond fliegen erfüllt kriegen. Doch im Sterbebett ist es halt nicht gut Kirschen essen damit. Deswegen kommen der liebe Dr. Watts Neil und die Dr. Rosalina zu ihm, die er auch vorher noch berichtet hatte, dass er, wenn er im Sterbebett liegen sollte, es doch irgendwie noch schaffen sollte, ihm Glauben zu wirken, dass sein Wunsch zum Mond zu fliegen wahr geworden ist. Sprich, sie haben eine Gerätschaft dabei, die es ermöglicht, in Gedanken und Erinnerungen der Person, die im Sterben liegt, einzutauchen und es so umzudrehen, dass dieser Wunsch auch wirklich in Erfüllung geht. Also der letzte Wunsch eines Sterbenden wird erfüllt. Aber ich will euch ja nicht zu viel wegnehmen. Den lieben Sam Fisher hier grüße ich mal. Danke dafür, dass ich dein Gameplay benutzen darf. Sprich, es ist ja kein Gameplay, es ist ein Teil seiner To The Moon Let's Play Reihe, die ich als Gameplay-Hintergrund benutzen darf. Vielen Dank erstmal an dich, lieber Sam. Und ich hoffe, das Gameplay-Hintergrund gefällt euch. Und ja, das war's wieder von den Holy News Games. Wenn ich euch diese Holy News Games wirklich so perfekt rübergebracht habe, dass es euch gefällt, dann würde ich mich um einen Daumen hoch freuen. Und natürlich, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Das war's von euren Holy Diver. Cheerio!